Egal ob Stromer oder Benziner, ob groß oder klein, unsere charmante Cindy sagt, was gut ist und was nicht. Mit ihrem Akzent klingt dabei selbst die härteste Kritik immer noch charmant. Dafür verzweifelt sie selbst manchmal fast an der Fremdsprache Deutsch. Also wir Französer oder Welsch, was auch immer, wir sind so schlecht mit Sprache. Aber ich habe immer einen Vorteil, wenn ich in Deutsch moderiere, ich darf Fehler machen. Von daher finde ich schön so, weil ich bin nicht perfekt. Mein Ladekabel irgendwo schön zum Entsorgen. Entsorgen nicht, oder? Entsorgen geht nicht. Oder auch Spurhalteassistent. Scheiße, nochmal. Dass die Batterie ein Teil am der Energie am meisten. Lass mich mir schnell. Ja. Nochmal. Ich spreche jetzt seit 10 Jahren jeden Tag Deutsch und es wird einfach nicht besser. Die Betonung in Deutsch oder Englisch, wir werden das nie hinkriegen. Cyber. Cybergeräusche. Cyber. Cyber, ja. So von Cyberspace. Nochmal bitte. Genau. Aber sagt man Cyber? Ja, Cyber kann man sagen. S-A-I-B-E-R? Cyber. Ach so, ja. Cyber in Englisch. Okay, gut, Cyber. Gut, jetzt weiß ich, was du meinst. Genau. Sorry. Was ist Knatsch? Knatschen ist so, ein, so wie ein altes Knatsch. Haus. Knatschen. Kilometerstunden, what? Nein. Kilowattstunden. Ja. Kilowattstunden, okay. Knarzen. 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 Also Knarzen. Knarzen. Knarzen, ja. Knarzen. Ja. Knarzen, ja. Kracht. Schweizerdeutsch wäre das Käferle. Das ist auch nicht besser. Käferle. Käferle habe ich schon mehrmals gehört. Käferle. Scheiß Deutsch. Fortschrittlichste. Fortschrittlichste. Nein, sag Fortschrittlichste. Nochmal? Ja, wenn du auf dem Punkt. Auf dem Punkt! Seid ihr so Schweizer, so präzise? Ich nicht. Ich bin doch Welsch.